Mein Freund ist Deutscher und natürlich habe ich das nicht extra ausgewählt. Für mich geht es eh um, ja, so, ja, wie man mit jemand irgendwie so klickt oder wie das irgendwie die Chemie stimmt. Ich bin Sneintlantla, ich komme aus Südafrika und ich arbeite bei der Deutsche Welle als Projektassistentin. Mein Freund und ich, wir sprechen nur Deutsch und wir lernen auch voneinander ganz, ganz viel. Nicht nur so die Kultur, aber auch so, wie das Leben ist, so die Erwartungen, weil natürlich das sind auch so wichtige Elemente für eine Beziehung. Ich finde es wichtig, dass wenn man in Deutschland lebt, dass du auch deutsche Freunde hast. Ich glaube, jeder kommt nach Deutschland für verschiedene Gründe. Und einer von den Gründen ist, dass man sich auch integriert oder die Kultur auch kennenlernt. Und wenn du deutsche Freunde hast, kannst du erstmal die Sprache verbessern, was ich aber ganz gut finde, weil die Deutschen, die korrigieren auch ganz gerne. So, von daher lernt man auch ganz viel. Als ich zum Studieren gekommen bin, habe ich natürlich nur mit zwei Koffern, weil das war ich jetzt wirklich auch eine große Entscheidung. Ich habe dann mein ganzes Leben in Südafrika gelassen, alles aufgegeben und ich war sehr erstaunt, wie viele Leute auch geholfen haben. Nicht nur ein Studentenwohnheim oder ein WG-Zimmer zu finden, aber auch so Kleinigkeiten, weil wenn du neu bist, hast du wenig außer deine Klamotten. Und das war dann auch schön, dass man wirklich bei fast jedem fragen könnte und jeder hat geholfen. Sine, was würdest du Menschen raten, die nach Deutschland kommen und hier mitgestalten wollen? Als Tipp finde ich, bevor du überhaupt überlegst, in so einem anderen Land zu leben, musst du auf jeden Fall sehr, sehr offen sein. Und ich finde, das hat auch viel damit zu tun, dass du auch die Kultur, wo du hingehst, auch respektieren kannst. Ich genieße das und mache alles, was meine Freunde machen: Schützenfest, Oktoberfest, Karneval fahre ich auch ganz, ganz gerne. Nicht nur jeden Tag andere Freunde treffen, aber auch dieses Karnevalszug. Und die haben auch entweder so eine politische oder irgendwie so ein Thema, die irgendwie gerade die Gesellschaft beschäftigen und das ist dann auch immer ganz schön, das zu sehen. Das finde ich ganz wichtig, dieses nicht in einer Bubble irgendwie die ganze Zeit bleiben, sondern einfach so super offen sein, nicht nur für die deutsche Sprache und Kultur, aber auch für andere Kultur. Und für mich ist das auch ganz schön, wenn ich überlege, dass ich echt sehr, sehr viele Freunde aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern habe. Und jedes Mal gibt es da was Neues zu lernen. Und auch wenn man über die anderen Länder irgendwie so fragen will, so Stereotypen oder was ist denn da normal, dann hat man wirklich einen direkten Kontakt von jemand, der da dort wohnt. Und? Ist Deutschland schon eine zweite Heimat für dich? Ich hatte vor einem Jahr so ein Erlebnis gehabt, wo ich dann zurück aus Südafrika kam. Und es war dann auch schön, dieses Gefühl so, ach, ich gehe jetzt zurück so nach Hause, so zu meiner Wohnung, zu meinen Freunden, zu meinem Freund. Und das fand ich auch ganz schön, weil da merkst du dann auch mit den Jahren, dass es jetzt nicht mehr so ein Besuch ist oder wo man sagt, ach, ich bin dann noch ein Jahr da und dann muss ich dann weiterschauen. Und deshalb würde ich und kann ich auch jetzt sagen, dass Deutschland auf jeden Fall nah dran ist als zweite Heimat. Mehr von Sine findet ihr hier. Und noch viel mehr spannende Videos.